Herzlich willkommen zurück im Weltraum. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 39 von X4 Foundations. Und ich stehe hier gerade im Kontrollzentrum der Expeditionsplattform mit Blick auf die CMSS Silver One, die gerade in einem Universum unterwegs ist. So, in der letzten Folge habe ich die Invasion eines Xenon-Sektors angeführt. Also eigentlich haben die Teladi das angeführt. Ich habe halt die Schiffswerft hier zu Klump geschossen. Alles erstmal, schön zu hauen. Und dann habe ich doch hier an dem Tor gewartet, meine Flotte dort aufgestellt und gesagt, so, jetzt nehmen wir mal den nächsten Sektor ein. Plötzlich kamen eine ganze Gruppe Teladi-Zerstörer durchs Tor und da dachte ich mir dann, ja, geht ihr mal schön mit den Xenon spielen. Ich warte dann hier. Ja, hat sich herausgestellt, dass plötzlich auf einmal der Sektor nicht mehr den Xenon gehörte, sondern den Teladi. Und ja, das ist schon sehr besorgniserregend. Also natürlich nicht, ne? Ich meine, gut, die Xenon haben einen weiteren Sektor verloren. Hurra, hurra. Aber die Teladi scheinen momentan einen richtigen Expansionsdrang für sich entdeckt zu haben. Und ich bin hier im wunderschönen Sektor zur Kiesesee. Mit diesen Cyan-Nebelschwaden hier, die finde ich richtig, richtig toll. Ja, wie geht's weiter? Dann habe ich gesagt, so, okay, dann muss ich jetzt irgendwas anderes machen. Dann nehme ich doch mal die beiden Sektoren Türkise See ein. Hier einmal in Türkise See dort und dort. Und dann habe ich auch mal direkt das Sprungtor entdeckt, das hier nach Türkise See führt. Also, wenn dann in einem neuen Spielstand zum Beispiel die Sektoren hier den Xenon gehören, kann es gefährlich werden, wenn die plötzlich nicht nur über dieses Sprungtor, sondern auch über dieses Sprungtor in Firmenbelange einfallen können. Hevas Zwilling und der Rest ist ja dann, klar. Ich befinde mich hier gerade nämlich in einem Rennen mit den Teladi, um eine Verteidigungsstation zu errichten. Ich habe hier eine hingesetzt, die Teladi haben hier eine hingesetzt, aber mein Bauschiff ist zuerst angekommen. Herkules. Angreifer. Ja, da hatte ich nochmal Glück gehabt. Das war nämlich auf der anderen Seite der des X-Universums. Die Herkules hier. Mal eben stoppen. Genau, das ist halt so, was passiert ist. Ich habe ja auch direkt die nächste Station geplant. Da ist auch schon ein Bauschiff hingeschickt worden von den Paraniden aus Dreieinigkeit. Das muss dann hier überall durch. Aber dann habe ich mir gedacht, so, jetzt aber mal richtig Nägel mit Köpfen machen. Habe ich auch hier an der Station in Nepnopileus Glück, an der Schiffswerft. Wenn ich mal kurz meinem schuppigen Freund hier mal den Auftrag gebe, zum nächsten Operationsgebiet zu fliegen. Das ist nämlich hier. Genau, hier ist es. Fliege zu. Super. Okay, ja, ihr seid ein bisschen zu nah am Tor, aber das geht. Die Schiffswerft habe ich weiterhin ausgebaut. Ich habe nun endlich diese Versorgungsstationen hier fertiggestellt. Die Schiffswerft wird nun richtig gut versorgt, und sie kann nur nicht das, sie kann auch noch mehr. Mach mal denn hier? Bauplan. Ja, sie hat jetzt XL-Docks und Fertigungshangars für L-Schiffe. Das heißt, ich kann jetzt meine eigenen Zerstörer und großen Frachter bauen. Ich kann meine Träger und meine Bauschiffe umrüsten lassen. Und generell funktioniert alles eigentlich wunderbar. Und es kam ein Patch raus. Das liegt mir sehr am Herzen, dass Egosoft das hier eingefügt hat. Das kann ich mal ganz gerne zeigen. Es wurden einige neue Sachen eingefügt. Ich gehe mal über die wichtigsten gerade drüber. Zum einen hier bei der logischen Übersicht kann man bei Schiffswerften einstellen, wer überhaupt hier bei Edit Restrictions, es wird sicher noch ins Deutsche übersetzt, wer überhaupt hier alles einkaufen darf, wer überhaupt Schiffe bestellen darf. Das heißt, vorbei sind die Zeiten, in denen der Heilige Orden des Pontifex mein bester Kunde war und die Argonen auch mal ein Schiff bauen wollten, das dann kurzerhand von den anderen Schiffen abgeschossen wurde. Was willst du denn? Ignorieren.
Ja, jetzt kann man nämlich einstellen, wer welche Schiffe bekommt. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt die Argonen oder hier Republik Antigone unterstützen will, dann kann man hier eine Schiffswerft bauen, die nur Schiffe für die Republik Antigone baut. Das ist so ein passiver Weg, den Krieg hier ein bisschen zugunsten einer Seite zu unterstützen, ohne halt aktiv einzugreifen. Ja, finde ich sehr schön. Was weiteres, was wahrscheinlich nicht jeder bisher mitgekriegt hat, ist, zwei weitere Schiffe sind noch drin. Einmal ein neues Xenon-Schiff, das Xenon-T, habe ich bisher selber noch nicht gesehen, soll aber anscheinend ein äußerst schnelles Schiff sein. Und der Ares, der schwere Jäger, bei dem wahrscheinlich nochmal die Schildbuchten bearbeitet werden müssen. Das ist ein unglaublich schneller, schwerer Jäger, der wahrscheinlich gleich auf mit der Eclipse ist. Er hat drei Schildbuchten, sehe ich hier. Ich hoffe, das wird noch nicht geändert. Ich denke mal, die eine Schildbucht sollte hier in die Mitte gelegt werden. Wie man weiß, die Eclipse kann auch vier Waffen tragen, ist aber langsamer als der und nicht so gut beschildet. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Nicht nur im Vergleichsfenster, sondern auch direkt bei der Schiffswerft. Baue Schiffe. Ja, ich habe schon ein paar L-Schiffe. Da haben wir die Baupläne geholt. Von denen zumindest, die ich haben möchte. Dann schauen wir mal. Genau, das hier ist der Ares. Schöner Jäger. Drei Schildbuchten. Könnte jetzt der neue schwere Jäger sein, der die Eclipse ablöst. Denn die Eclipse hat nämlich nur zwei Schilde, aber auch vier Waffen und nur zwei Antriebe. Und weniger Hüllenpunkte. Das ist eigentlich ganz interessant. Das ist sehr interessant, denn dann gibt es auch einen Grund, wo man mal bei Hopp vorbeischauen kann, um sich den Bauplan oder zumindest diese schweren Jäger zu holen, wenn die wirklich so bleiben mit den drei Schildbuchten. Ansonsten wäre der halt nur schneller als die Eclipse. Aber vielleicht kann ich das ja mal hier zeigen im Schiffsvergleich. Ich möchte gerne wo haben wir denn hier? Theseus, Thetis, nee. Eclipse, Angreifer, schwerer Jäger. Ja, nehmen wir mal, genau, was würde ich nehmen? Gefechtsantrieb. Jetzt haben übrigens auch die Antriebe der verschiedenen Völker auch ihre jeweiligen Farben als Abgasspuren. Zum Beispiel haben hier die Teladi dann grüne und die Xenon eben rote, die Paraniden jetzt violette und die Argonen endlich blaue. Finde ich natürlich richtig, richtig toll. So, Karkschilde, nee. Ich hätte gerne Teladi Mark 3. Die Waffen rüste ich jetzt nicht aus, die sind ja bei den Jägern die gleichen. Das möchte ich jetzt nicht wissen. Okay, dann hätte ich gerne. Moment, das ging jetzt nicht. Ach, ja, da fangen wir mit dem Ares an. Was soll's? Ares, Paranid, Gefechtsantrieb, den besten natürlich. Und dann die, keine Ahnung, die besten Steuerdüsen, die drei Teladi-Schilde, die ich hier hinzufügen kann. Drei Stück an der Zahl. Das macht schon ganz schön was her. Ich sehe noch einen Pulslaser. Sprenglaser heißt das Ding jetzt. Das heißt vorher Burst. Irgendwas. Jetzt heißt das Sprenglaser. Naja, geben wir dir mal den Sprenglaser. Und zwar vier Stück. Ja, bestätigen. So, dann füge ich das weitere Schiff hinzu. Natürlich die Eclipse. Wo bist du, Eclipse-Angreifer? Da. Auch wieder paranitischer Gefechtsantrieb, um das beide vergleichbar zu halten. Beste Gefechtsschubdüsen. Erreiche System. Dreieinigkeit. Bester teladianischer Schild. Und da Sprenglaser. Den kriegt man jetzt, glaube ich, den Sprengmörser hier, den kriegt man jetzt bei Heiliger Orden des Pontifex. Nicht mehr bei den Argonen. Den Burstlaser kriegt man bei den Argonen, glaube ich, oder bei der Republik Antigone. Und der Muon-Lader ist immer noch allein den Teladi vorbehalten. So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt schneidet die Eclipse-Angreifer ja in einigen Bereichen nicht so gut ab. Zum einen in Hüllenpunkten.
Dem Schild, da hätte ich dann einen neuen schweren Jäger, wahrscheinlich für meine Flotte gefunden, für meine Trägerverbände vor allen Dingen. Geschwindigkeit ist natürlich hier beim paranidischen Modell deutlich höher. Die Wendigkeit allerdings nicht so. Das Containerlager, gut. Was willst du machen? Die Crew ist beim Ares ein wenig geringer, aber alles in allem wurde die Eclipse gerade abgelöst vom Ares. Gut. Genug gelabert. Ich möchte jetzt erstmal ins nächste Kampfgebiet fliegen. Übrigens, letzte Grenze und Getsufune wurden jetzt auch von der Republik Antigone eingenommen. Dann hoffe ich mal, dass ich da ein bisschen Unterstützung erhalte, wenn ich hier nach Artias Unglück vordringe, dass sie dann von der anderen Seite hier ordentlich Ärger machen. Ja, was haben wir denn hier? Gesegnete Vision. Eine Verteidigungsstation. Da würde ich nochmal sagen, ihr bewegt euch dorthin. Und diese Flotte hier, ist das die Pulsar? Das ist die Pulsar. Ah, das ist meine Flotte, die von dem Tor patrouilliert, ne? Ja, richtig. Die andere Flotte ist mit der Imperator hier verknüpft. Die müsste mittlerweile alle ihre Bussard-Torpedobomber erhalten haben. Die bewege ich mal hier hin. So, jetzt kann ich mal gucken. Ja, da ist die Flotte. Schöne Aufstellung hier, Informationen. Die dürfte sich jetzt auch bewegen. Ich werde da mal leicht vorfliegen. Ja, jetzt ist der nächste Xenon-Sektor dran. Das wird allerdings etwas problematisch, da hier ein richtig großes Minenfeld ist. Hier das Minenfeld in fehlerhafte Logik. 7. Das ist genau hier zwischen. Jo, ist sonst noch was passiert? Ach ja, man hat ja manchmal gesehen, dass irgendwie Stationen aus irgendeinem Grund ihre Waren alle auswerfen. Dann muss man mal genauer hingucken. Da ist nämlich meistens so ein Behemoth-Plünderer. Der ist Pakt von Grün Schuppe in der Nähe. Das ist anscheinend so, dass der die Stationslager hackt und sich dann die Waren dann schnappt. Sobald er die gehackt hat, wird er allerdings als Pakt der Grüne Schuppe enttarnt. Und damit auch anvisierbar für die verschiedensten Völker, die nicht so gut mit dem PGS zu sprechen sind. Finde ich gar nicht mal so gut. Deshalb habe ich jetzt einfach mal so ein paar Patrouillenschiffe da eingesetzt, die meine Stationen momentan bewachen. Ja, leider kann ich den Pakt der Grünen Schuppe noch nicht auf die Abschussliste setzen. Ja. Warum auch immer. So, dann wollen wir dem Heiligen Orden des Pontifex mal im neuen Krisengebiet hier helfen. Ich habe jetzt auch nicht mehr ein Torpedoboot verfügbar, aber das macht nichts. Ja, ja, klar. Das war immer ein anderer. So. Alle dann bitte durch. Ja, und ich hoffe, dass meine Stationen da in Türkise See schnellstmöglich fertiggestellt werden. Wäre schade, wenn ich den Sektor jetzt nicht erhalte. Erreiche System. Fehlerhafte Logik. Na, wollen wir mal schauen, wie weit hier diese paranidische Verteidigungsstation schon gebaut wurde. Die müsste eigentlich schon fertiggestellt sein. Ja, da sind Geschütze drauf. Oder auch nicht. Ups. Oh oh, da ist wohl jemand schlecht vorbereitet. Oh oh, was passiert, wenn hier was ankommt? Gar nicht mal so gut. Eieieiei. Es gab auch eine kleine Änderung zu den, bei den L-Klasse-Pulsgeschützen der Völker. Die haben jetzt genau die gleichen Projektile wie die Xenon L-Pulsgeschütze, die ich mal als Bubblewerfer bezeichnet habe. Sind natürlich nicht so stark, aber sehen jetzt genauso aus. Und da kommt der Rest der Flotte. Ist da das nicht herrlich? Das nächste Ziel dürfte eine Xenon-Verteidigungsstation sein. Die ist hier. Verteidigungsstation. Und ich
bedanke mich nochmal an einen meiner Abonnenten, der hat in den Kommentaren nämlich geschrieben, ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen davon, das tut mir so leid, wenn ich ein Objekt auswähle, kann ich Position 1 drücken, um durch die verschiedenen Oberflächenelemente dieses Objekts zu schalten. Ich bin momentan leider nur außer Reichweite, deshalb geht das gerade nicht. Aber ich kann das jetzt mal demonstrieren. Bin ja momentan auf dem Hinweg. Dann werde ich mal versuchen, von hier aus die Verteidigungsgeschütze auszuschalten. Was ist denn mit dir? Hopp, Polizei. Ah, okay. Ja. Wäre schön, wenn ihr bald durchs Tor kommt. Die Flotte der Pulsar nehme ich noch nicht mit. Die ist nämlich damit beauftragt, erstmal das Tor zu schützen, falls irgendwas wieder zurückkommt. Ah, das möchte ich natürlich nicht, dass sich da ungebetene Gäste in dem Sektor tummeln. Wie weit ist die Eroberung hier von Türkise See? Sie hat noch gar nicht angefangen. Anscheinend brauche ich noch Ressourcen. Verfügbare Materialien im Baulager. Hüllenteile. Ich brauche anscheinend noch Nanotronik. Hab Preis auf Maximum gesetzt, damit ich bevorzugt werde. Und vor den Teladi mit dem Bau fertig werde. So, kann ich... noch nicht. Ich bewege mich mal eben ran. Habe ich denn an Bord? Cluster-Raketen. Damit sollte das zu schaffen sein, wenn ich den Geschossen ausweiche. Dann kann ich ein paar Cluster-Raketen loswerden. Ich brauche jetzt nicht immer unbedingt Torpedos. Ja, ich habe gemerkt, wenn ich Cluster-Raketen dafür nehme, dann geht das gar nicht auch. Das sind die, ist, glaube ich, die schwere Variante der... Ja, schwere Schwarmrakete ist das. Sehr gut. So, bin ich jetzt nah genug ran? Ja! Position 1. Ich wähle Xenon L-Pulsgeschütz. Da bist du ja. An der Oberfläche. Positioniere ich manchmal direkt hier über der Station. Und ausgeschaltet. Oh nein, der Highway ist rot. Das bedeutet, es ist ein böser Highway. Raygun wäre jetzt nicht schlecht. Aber ich werde die Pulsgeschütze zuerst mal entwaffnen. Also die Station entwaffnen, bevor ich hier weitermache. Wo fliegen diese Hightech-Händler hin? Die wollen doch nicht etwa die Abkürzung durch alle Sektoren nehmen, um da oben irgendwie in die Argonensektoren reinzufliegen? So dumm kann doch wirklich keiner sein. Okay. Jetzt mal einen kleinen Test. Wie weit ist eigentlich die Reichweite dieser Raketen? Wäre cool, das mal rauszufinden. Militär. Raketen? Ich hätte gerne die schwere Schwarmrakete. Effektive Reichweite sind 7 Kilometer. Da muss ich ein bisschen näher dran. Aber ich glaube, da bin ich schon in Reichweite der Bubblewerfer dort. Schauen wir mal. 7 Kilometer ran, ne? Feuer! Vorsicht ausweichen und ich kann hier nach Lust und Laune chirurgisch diese Oberflächenelemente der Xenon-Station entfernen. Ich merke gerade, mit Torpedos geht das natürlich wahrscheinlich besser. Ja, die verursachen eine größere Explosion. So. Vielleicht wird es dann mal Zeit, nachher die Flotte reinzuholen, wenn ich ein oder zwei von den Dingern hier entfernt habe. Nicht zu nah. Da fällt mir auch ein, die Schilde laden sich viel zu schnell wieder auf. Da kann ich Raketen feuern, wie ich will. Ja, vielleicht gehe ich einfach mal rein. Und Überraschung. Ja, Bubblewerfer.
Vorsicht, mein Freund. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Wo gibt's hier Ärger? Da hinten. So. Einfach mal gucken. Vielleicht visiere ich auch sogar dich an. Verteidigungsdrohnen wurden gestartet. Okay. Dann eben so. Sehr schön. Geht doch auch. Und explodiert. Gut. Leicht hoch, das Ding anvisieren und Rakete. Und mich ganz flugs aus dem Staub machen. Jo, ich habe zwei Geschütze erledigt, aber ich glaube, das reicht nicht. Ich sollte wahrscheinlich mit dem Torpedoboot wiederkommen, wenn ich das hier... Wie wäre es, wenn ich ein bisschen mehr Feuerkraft mitbringe? Ich hätte da... Ja, genau. Attacke. Zack, zack, alle umdrehen, los. Ach, das ist der Zeus-Träger, der meine Torpedobombe an Bord hat, ne? Ja, scheint so. Ich möchte natürlich nur nicht, dass sich die Xenon-Station in irgendeiner Weise hier repariert. Das wäre äußerst uncool. Könnte ich mir eigentlich mal ein Torpedoboot wieder zusammenschrauben? Ich habe jetzt meine Schiffswerft, die schafft das sicher. Baue ein Schiff. Nemesis, ne? Ja, Nemesis. Verteidiger für die extra Hüllenpunkte. Gefechtsantrieb von den Paraniden bitte rein. Den hier. Teladi-Schilde und dann werde ich, glaube ich, das mal anders machen. Zwei Railgun Mark II und drei Torpedowerfer Mark II. Sollte fürs Erste reichen. Und Bolzengeschütze der Paraniden. Ja. Landecomputer. Ja, alles rein. Schwerer Torpedo. Einmal voll, bitte. Volle Täuschkörper. Captain, Servicemannschaft und Einkaufsliste hinzufügen. Bauen. Bitte was? Oh, da ist einer aber flott unterwegs. Da ist einer aber sehr flott unterwegs. Ah, geht schon los, oder wie? Yep. Das schaue ich mir jetzt mal an. Nein, das nicht. Das wollte ich nochmal anschauen. Genau, hier ist ein Schwarm von Jägern jetzt. Losgeschickt worden von der Kolossus. Das sind... Bussard, was habt ihr denn alles? Ich glaube, die habe ich an meiner Schiffswerft zusammengeschraubt, oder? Greife die Verteidigungsstation an. Xenon Verteidigungsstation. Ja, passt. Und da wären wir auch schon. Gleitschutz ist angekommen. Das heißt, jetzt kann es losgehen. Zeit, wieder ein paar Schiffe zu verlieren. Verteidigungsstation. Ja, ich mach mich mal dann. Xenon und M Pulsgeschütz. Haben wir noch ein paar L-Klasse Pulsgeschütze? Mit Sicherheit. M-Schildgeneratoren. L-Klasse Pulsgeschütze da hinten.
bisschen hier runter bewegen und dann Feuer. Bis ich eben in Reichweite bin. Und jetzt habe ich auch das Ziel vor mir und ich werde schon beschossen. Na, Raketen, macht ihr mal. Hallo, Wand aus Schiffen. Und das sind die Hauptwaffen meiner meiner Zerstörer. Jetzt kann der Tanz ja beginnen. Ab geht's. Das sind nicht meine Raketen, das sind Raketen der meiner Flotte. Das sind Torpedos. Und da haben wir schon den ersten Sperrbar-Verteidiger. Du bist platt. Ui, Verteidigungsdrohne. Ja, hier geht es momentan ziemlich ab. Ich, ja, da geht's ab. Da sind sie an Platz. Weil ich glaube, zuerst mal ist der Jägerschwarm drin. Ja, typisch Paranide. Immer die Schuld bei anderen zu. Wie gesagt, Schiffe kann ich wieder aufbauen. Das ist nicht das Problem. Es kann nur sein, dass meine Hardware-Ressourcen jetzt auch aufgebraucht werden. Bubble. Wenn man sieht, sieht man herzlich wenig. Dabei habe ich doch diese Sperber extra mit so vielen Torpedos ausgestattet. Das sollte doch eigentlich ein bisschen mehr knallen als... Ja, und hier kommt die Kavallerie Zerstörer. Leute, kümmert euch bitte um die Verteidigungsstation, die gerade meine Träger zerfetzt. Ja auch unbedingt da rein mussten, ne? Ich meine, klar. Muss ich den Dingern jetzt halt helfen? Ich meine, diese Xenon-Geschütze, die sind wirklich... Mit denen ist nicht zu spaßen. Also, die zerfetzen mir meine Träger ruckzuck. Da, die Dinger. Ich habe ein bisschen zu viele Schiffe hier mitgebracht und bin nicht strategisch genug hier rangegangen. Erstes Geschützblatt. Zweites Geschützblatt. Gut. Zeus Verteidiger wurde zerstört. Das war einer meiner Träger. Wir wurden getroffen. Macht nichts, die kann ich wieder aufbauen. Das war ein Torpedo. Okay, hier ist alles schon platt. Noch mehr Torpedo-Einschläge. Okay, die Bussard-Torpedobomber sind definitiv ihr Geld wert. Ah, jetzt habe ich aber nachher einige... Ja, ein Träger hat's zerfetzt. Wäre cool, wenn die Träger-KI so wie die Zerstörer-KI ist, und zwar, dass die auf Abstand bleiben. Und
von dort aus drauf schießen. Die Zerstörer bleiben ja klugerweise auf Abstand zu dieser Xenon-Station und verwenden ihre Hauptwaffen, um die Xenon zu... Ausweichmanöver fliegen. Torpedo rein und mach ihn los. Mein Platz. Eine Bubble abgekriegt. Ja, ja, ich bin schon. Was habt ihr denn da gefunden? Das ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. Wäre toll, wenn das jetzt nicht zur Dia-Show ausarten würde. Aber ja. In diesem Fall mache ich es ganz einfach. Alle Bussarde oder alle Jäger, die jetzt noch kein Ziel haben, werden einfach dann... also den, die dem Träger zugewiesen wurden, die werden einfach auf einen Zerstörer gepackt. Oder? Nee, ich packe die einfach auf einen neuen Träger. So einfach geht das. So, kann ich hier mal kurz bleiben? Ja, kann ich anscheinend. Sehr schön. Ich muss mal eben was nachschauen. Mein Besitz. Alle unzugewiesenen Schiffe in diesem Sektor hier. Objektliste. Ah, ihr seid noch einer Gruppe zugewiesen. Die Omega-Division, nicht wahr? Das ist die Fleet 11. Gruppe Alpha. Ah, dann wurde euch automatisch ein neuer Captain zugewiesen. Bei euch ist das die Colossus Verteidiger gewesen. Genau, da hatte ich zwei Träger, glaube ich. Ja. Ja, aber es hätte nicht sein müssen. Klar hätte ich mit der Nemesis erstmal mit Torpedos hier ein paar Sachen erledigen können, aber ich habe einen Träger verloren, weil der meinte, er müsste ganz nah an die Station, denn so ein Träger ist ja perfekt dafür geeignet. Jetzt. Jetzt ist die Station platt. Jetzt sind hier nur noch ein paar Verteidigungsdrohnen übrig. Und der Sektor gehört dem Heiligen Orden des Pontifex. Ja, Mission accomplished. Angreifer. Verteidigungsdrohne. Puh. Ein Träger verloren. Schade drum. Schade, schade. Vielleicht sollte ich den Träger mal mit besseren Waffen ausstatten. Ich meine, der hatte ja nur Abwehrbewaffnung, ne? In Form von hier den Bolzengeschützen und so. Hier sieht man noch schön die Abgasschweife von den Jägern, die halt eben nach dem jeweiligen Antrieb des jeweiligen Volkes gefärbt sind. Bussard hier. Das ist doch einer meiner Torpedobomber, oder? Ich habe doch immer den Bussard dafür eingesetzt. Danke für Ihre Hilfe. Mir ist ein kleines Dankeschön. Gern geschehen. Ne, ihr habt Plasmakanonen und Torpedowerfer, genau. Plasmakanone und Torpedowerfer. So. Das wäre geschafft. Jetzt mal eben die ganze Liste der Gefallenen durchgehen. Hier im Logbuch. Instandhaltung. Bussard-Verteidiger. Eclipse. Da, das tut weh. Die CMS Imperator. Kaputt. Warte, die wurde zerstört? Wieso bist du wieder da? Okay. Wurdest du gerade umbenannt, oder wie? In den neuen Geschwaderführer? Oder steht da nur, wurde angegriffen? Ach, wird angegriffen, nicht zerstört. Ja. Zeus-Verteidiger, ein namenloser Träger, wurde von Xenon-Verteidigung zerstört. Bussard. Bussard, eine Nemesis, Bussard, Sperber, das sind alle die hier, hier, First, Erster und Patsch, weg. So geht das halt.
Ja, aber doch, einigermaßen annehmbar. Verluste halten sich soweit in Grenzen. Der Rest hier im Weltraum darf jetzt wieder andocken. Oder was habt ihr? Du beschützt den, den. Ihr beschützt die alle? Ist ja interessant. Wieso seid ihr dem Ding zugewiesen? Okay. Ja, da wurde der nächste zugewiesen. Der nächste Untergeordnete, genau. Ihr habt nämlich keinen Träger mehr. Jetzt seid ihr einfach dem Zerstörer hier zugewiesen und ihr landet. Landet ihr? Scheint so. Okay, danke. Nee, so kann ich auch sehen, welche Schiffe noch frei sind und die werde ich dann dementsprechend einem neuen Träger zuweisen. Apropos neuen Träger, ich brauche gerade mal einen. Kann ich mir eigentlich einen bauen? Das ist hier die Frage. Jetzt mache ich das ja alles selbst. Hier, ja, selbst ist der Mann. Paraniden Admin Center wird immer noch nicht gebaut. Ech, macht schneller. So, wo ist meine Schiffswerft des Vertrauens? Da dürfte auch, glaube ich, mittlerweile das Torpedoboot fertig sein, oder? Nee, ich glaube nicht. Bau ein Schiff. Ach, kann er gar nicht XL bauen. Hab ja keinen Dock. Ah, gut. Muss ich halt eins bei den Völkern bestellen. Stimmt, ich habe ja nur ein XL-Ausrüstungsdock, was wirklich nicht schlecht ist. Ich kann halt ein Schiff hier bei der beim Haupt zum Beispiel kaufen. Sag jetzt hier Schiffe kaufen und dann nehme ich XL Zeus-Träger und dann kann ich den bei mir immer noch ausrüsten mit den neuen Teladi-Schilden. Dann muss ich ihn nicht mehr auf große Reise durch alle Sektoren schicken. Paranidische Schilde. Oder soll ich einen wirklichen Zeus bauen? Ich meine, was ist denn der Vorteil gegenüber einem Behemoth? Der hier hat deutlich weniger Schilde. Zwei Stück nur, während der... Nee, nicht der Behemoth. Wie heißt der Träger der Argon nochmal? Kolossus, genau. Kolossus. Ja, der hat drei. Ja, nee, dann nehme ich den Träger hier. Ja, definitiv. Da braucht man nicht lange zu überlegen, dann nimmt man den mit den meisten Schilden. Damit hätte ich sicher so eine Situation wie eben auch vermeiden können. So, Träger ausrüsten, was wollen wir denn haben? Erste Geschütztorngruppe. Ich glaube, das ist die hier, ne? Ja. Der Große dort. Wie wär's denn mal mit... Plasma. Dann... Da vorne hätte ich gerne... Bolzen. Ebenso dort. Ich werde auch argonische Geschütztürme drauf lassen. Das passt schon. Paranidische haben geringere Feuerrate, aber dafür höheren Schaden. Aber ich lasse die argonischen drauf. Hier, zielfolgend. Ich hätte gern ein paar Raketen auf dem Träger. Und hier unten... Bolzen. Das ist eigentlich die Allrounder-Waffe schlechthin, die Bolzen. Auch Pulsenergie. Eigentlich ziemlich gut. Auch für die Raketenabwehr ist das Bolzen eigentlich super. Nehmen wir denn hier? Da würde ich sagen... Zielfolgend. Und jetzt hier unten. Puls. Ja, passt. So, Landecomputer. Ja, ja, ja. Welche Raketen darf es denn sein? Ah,
auf jeden Fall was richtig Heftiges. Also die schweren, intelligenten Raketen. Captain. Crew. Und los. Einmal einen Träger, bitte. Jo, jetzt stehen sie ja alle drum, wie bestellt und nicht abgeholt. Und da unten ist anscheinend noch eine Station. Container mit Marja-Glit. Die Xenon versuchen hier wieder was aufzubauen, aber das... Da gebe ich denen nicht einmal die Chance, das hier zu versuchen. Nee, lass mal lieber. Nee, passt schon. Jetzt kann ich eigentlich... Warte mal. Jetzt kann ich... diese furchtlose Truppe, die hier vorher hier patrouilliert hat, eigentlich abholen. Entferne diesen Auftrag. Nee, geht ja nicht. Information. Dann müssen wir mal euch im Weltraum verankern. Und zwar hätte ich gerne, dass ihr hier vor dem Highway patrouilliert. So. Dann brauche ich einen Scout, der mir das Ganze hier aufdeckt. Ich habe doch irgendwo noch welche in den Sektoren hier rumfliegen. Letzte Grenze. Oh Gott, was haben denn die Argonen hier? Ja, okay, die scheinen das ja gesichert zu haben. Dann wird die Eroberung hoffentlich auch wie geplant verlaufen. Ja, so ein bisschen traurig. Um einen Zeus-Träger, der unbedingt rein musste, aber ich glaube... kann man nichts machen. Da werde ich in Zukunft wohl auf BMOF-Träger setzen müssen, wenn die immer reinfliegen. Dass Träger nicht auf Abstand bleiben, verstehe ich nicht, aber... Naja, naja. Also dann, mit dem Anblick des ausgebrannten Wracks eines Trägers und seinem äußerst, ich würde sagen, äußerst dummen Kapitän, der da reingeflogen ist, verabschiede ich mich jetzt erstmal aus dem Weltraum. Ich bin der Heizmeister und... Man sieht sich dann demnächst wieder, wenn der nächste Sektor von Xenon befreit wird. Macht's gut und bis dann.